Deutscher Meister 2009, Vizemeister und Pokalsieger 2015. Vor fast einem Jahr noch im Champions League Viertelfinale gegen Real Madrid. Und jetzt droht dem VfL Wolfsburg der ganz große Absturz. Die Relegation, der Abstieg. Es ist klar, dass wir in der Bundesliga bleiben wollen. So, wir müssen gewinnen über zwei Spiele und dafür würden wir alles machen. Und wie die Braunschweiger das machen wollen, das weiß ich nicht. Ich weiß schon, was wir machen wollen. Wir wollen gewinnen. Das Zittern geht weiter. Den direkten Klassenerhalt am letzten Spieltag verpasst. Platz 16. Der VfL am Tiefpunkt seiner 20-jährigen Bundesliga-Geschichte. Ich beschäftige mich nicht mit Eintracht Braunschweig im Sinne, dass ich mich Gedanken mache über was spricht für die. Ich weiß nur, dass wir ganz viel Zusammenhalt haben hinter unserer Mannschaft. Stab, Mitarbeiter, Fans, Stadt, alles sind da hinten. Und wir wissen auch, dass wir in der Lage sind, guten Fußball zu spielen. Und nochmal, es geht um die Verbindung, gute Fußball spielen und überragenden Kampfgeist zeigen. Und dann haben wir wirklich eine gute Mannschaft. Davon gehe ich aus, damit rechne ich und das gibt mir sehr viel Vertrauen. Fast 100 Millionen Euro investierte der Club in dieser Saison in die Verstärkung der Mannschaft. Geholfen hat es nichts. Wolfsburg muss nun in zwei Spielen gegen Braunschweig das Horrorszenario zweite Liga abwenden. Irgendwie. Wir werden uns fokussieren auf das Spiel, wir werden zusammenhalten, wir werden zusammen sein. Wir werden alles machen, um uns gut vorzubereiten. In den letzten Wochen wurde noch bewusst darauf verzichtet. Jetzt wird es zum letzten Strohhalm. Der VfL bezieht ein Kurztrainingslager. In Holland, 300 Kilometer weg von der Relegation. Weg vom Nachbarschaftsduell mit Eintracht Braunschweig. Du suchst auch die Ruhe. Und wir denken jetzt, dass die Ruhe größer ist, wenn wir abfahren. Ich habe die Option immer offen gehalten, nie gesagt, dass es nie passieren würde. Und wir denken jetzt, dass es besser ist für die Mannschaft. Die Mannschaft meint das auch. So, alle einverstanden, wir fahren ab. Der Bustrip an die deutsch-niederländische Grenze. Die Relegationsvorbereitung der Wölfe. 3 Tage einstimmen, um den Absturz in die zweite Liga irgendwie noch abzuwenden.